Audio, Leute, und herzlich willkommen bei der Droidenkoppel zurück. Und ja, es kam bis jetzt noch keine einzige Folge von der Reitstrecke der Baroness erstmal. Weil in letzter Zeit war das so, ich bin gerade mit den Reitsportfestivals ziemlich beschäftigt, jetzt bei uns hier gerade die letzte Woche angebrochen. Wir haben Mittwoch nach dem letzten Mittwochsupdate. Und ihr habt euch bestimmt gewundert, weil dann auch keine Update-Sachen mehr kamen und uns das nicht mehr angeschaut haben. Es liegt einfach daher, weil ich gerade während des Sportfestivals ziemlich viel zu tun habe und weil ich auch plane, wie ich meine Aufnahmen fortsetze. Wahrscheinlich, wenn das hier kommt, werden wir wahrscheinlich schon mitten um Umzug sein, denke ich mal. Alles Weitere werdet ihr ja noch erfahren haben, denke ich mal, vorher. Ich hoffe zumindest, dass ich es bis dahin nicht vergessen habe. Und bitte wundert euch nicht, das ist alles vor der Information und kurz nach Reitsportfestival, nach dem Beginn aufgenommen. Und man hört wahrscheinlich keine Spielmusik. Ja. Ich will euch eigentlich zeigen, wie weit ich bin. Ich bin auf 12.001 100 gekommen. Unsere erste Sache ist hier aufgeploppt bei Rhiannon. Und die wollte ich mit euch jetzt gerne machen. Weil ich habe ja gesagt, Missionen, sowas in der Richtung, werde ich mit Rhiannon und euch zusammen machen. Ich weiß nicht, was Rhiannon möchte. Du warst geduldig und bist nicht einfach auf eigene Faust losgezogen. Ja, du bereit dafür warst. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Es ist an der Zeit, dass ich dir deine erste Mission gebe. Also dem Ort, den Rhiannon dir genannt hat. Und sammelt ihre Lichter dort. Kehre zu Rhiannon zurück, wenn du fertig bist. Der Beobachtungsmeister hat mir von einer ungewöhnlichen hohen Anzahl an Irrlichtern auf den Irrwindfeldern berichtet. Irrwindfelder. Irrlichter findet man normalerweise nur im Sümpfen und an verlassenen Orten. Man sagt, manche von ihnen wären verhext. Menschen, was sie auch sind, der Verhalten ist ungewöhnlich. Und Avalon denkt, dass wir einige von ihnen im Wälder studieren sollten. Für deine erste Mission, Kyra, bist du bereit? Das erste. Ganz bestimmt, aber die Bewahrer Aydins haben ihre Regeln. Und ich muss ganz sicher gehen. Du bist vielleicht eine fantastische Zuhälter, aber es ist wichtig, dass du das Seelenreiten beherrschst, bevor du weitermachen kannst. Der erste Teil ist ein Test deiner Fähigkeit als Reiterin auf Jorvik. Du musst den Zielort der Mission erreichen, bevor es zu spät ist. Dein Wissen über das Gelände der Insel, die geeigneten Wege und die Geschwindigkeit deiner Pferdes werden auf die Probe gestellt. Hast du den Zielort erreicht, beginnt der zweite Teil deiner Mission. Du musst die gestellte Aufgabe erfüllen. In diesem Fall heißt das, du musst die Irrlichter sammeln. Also die weißen Dinger, die ich geschworfen hatte, denke ich mal. Du musst dabei allerdings schnell sein. Eine Mission ist dringend, aber man braucht die Irrlichter so schnell wie möglich. Dieser Teil der Mission stellt die Bindung zwischen dir und dein Pferd auf die Probe. Wenn zwischen euch tatsächlich perfekte Harmonie herrscht, wird dir der Segen von Aydin Stärke verleihen. Bereit möge Aydin mit dir sein. So, wo soll ich denn jetzt hin? Die Windfelder. Ich glaube, die Everwindfelder sind in Silversglade.
Silvers. Weil Miofan hat mir geraten, diese Transportdinger zu nehmen. Also auf jeden Fall, ui, das hier zu nehmen. Wäre denn jetzt näher gewesen? Wills Mühle, keine Ahnung. Weil ich hätte vielleicht mal eins der schnelleren Pferde nehmen sollen. Naja. Ich hoffe, ich vermasse das Ganze nicht. Manchmal sind gerne zwei Aufgaben kombiniert, wurde mir gesagt. Und schnelle Arbeit wurde gesagt. Ach du Kack. Eieiei. Wie sieht das denn hier aus? Er führt sich sammeln. Was für denn? Bitte für den Hintergrund, finde ich. Und das ist das allererste Mal, dass ich eine Mission mache. Geschafft. Die Mission zum Warm werden erfolgreich. Muss ich jetzt wieder zu Rihanna? Muss ich mal gucken. Ich gehe mal kurz zu Druiden. Dafür werde ich mich jetzt abholen lassen. Dann werden wir zur Druidenkoppel gehen. Mal sehen, was denn so bei so einer Aufgabe noch ansteht. Und wie gesagt, meine Freundin hat mir erzählt, weil sie macht jetzt schon ein bisschen länger diese Mission. Das erste Mal, dass ich eine Mission mit euch mache. Und die werde ich ja jetzt jedes Mal mit euch machen. Ja. Das, wie gesagt, manche Sachen sind einfach nur kombiniert, wie Blitze ausweichen oder so eine Art Zirkel reiten. Kann zum Beispiel kombiniert sein. Oder dieses Sammeln von Lichtern. Ja. Und die Blitze. Dann gucken wir mal. Das hast du toll gemacht. Ab sofort gebe ich dir Bescheid, wenn eine Mission ansteht, die zu dir passt. Sieh auf der Tafel nach Missionen. Schließe Mission ab und auf der
Stufenleiter vorwärts zu bekommen. Du kannst bei einer Mission auch scheitern, dann verschwindet diese Mission von der Tafel. Du musst auf eine neue warten. Jeden Tag bietet eine bestimmte Anzahl von Missionen auf der Tafel. Erfährst du es, wenn du alle Missionen deines Tages abgeschlossen hast? Missionen, die auf der Tafel stehen, verschwinden nicht, wenn du dich ausloggst. Während du dich in der Rufleiter hinaufarbeitet, werden schwierige Missionen freigeschaltet. Viel Glück. Ob ich schon eine neue Mission habe, frage ich mich. Ich gucke mal. Luftzapfen sammeln. Und hier sind wir jetzt zwei weitere. Was ist das? Die stoffigen Luftzapfen blühen. Das ist eine besondere Blume, die viele magische Eigenschaften hat, wenn sie in der vollen Blütezeit stehen. Und Avalon hat uns gebeten, ihnen ein paar zu besorgen. Das Problem ist, bei Pflücken von Luftzapfen ist folgendes: Wenn sie blühen, blühen sie sich mit Heilung. Sie neigen also dazu, davon zu fliegen. Ehe du sie pflücken kannst, glaubst du immer noch, dass es dir gelingt, ein paar zu sammeln. Oh, und du passt besser auf, dass dein Pferd keinen mehr frisst. Nur vorsichtshalber. Nix hat mal ein paar knabbert. Wir sind stundenlang nicht wieder runtergekommen. Schaufeln Luftzapfen sammeln. Südhof. Ob das wieder so wie das Sammeln ist? Lass uns darüber bringen. Eigentlich habe ich gedacht, dass das nun eine der Missionen sein wird. Heute aber, wie ich gesehen habe, irre ich mich wohl. Das war ein super Flug. Dazu habe ich schon mehr Zeit verloren. Ich beeile mich lieber. Keine Versuche mehr darum rüber zu springen. Dass diese Dinger muss ich machen.
Das werde ich nicht schaffen. Denke ich mal nicht, dass ich das hinbekomme. Die habe ich noch gekriegt. Minuten. Als wenn, Alter. Eine noch. Dann haben wir es denn, dann schaffen wir es nämlich doch noch. Zum Glück haben. Gut, das war super. Ich kann mich einfach zurückbringen lassen. Cool. Okay, was haben wir als nächstes Mission? Die Barriere zwischen den Welten sind geschwächer und zwar auf den Jorvik öffnet sich pandorische Risse. Gerade eben eine bricht über den neuen der Risse eingetroffen. Kaira, du musst den Ort reiten, auf der deine Karte markiert ist und um den Riss eher das ganze Gebiet dort verdorben ist. Gut, können wir machen. Die Edwin-Felder, wo waren die denn? Die sind eigentlich gar nicht mal weit von hier aus. Ich fahre, versuche mal von hier aus. Aber ich glaube eigentlich, das wäre besser gewesen. Wenn ich wahrscheinlich wirklich den Transporter genutzt hätte. Ach du meine Güte. Und ich habe es nicht geschafft, wie es aussieht. Okay, ich habe doch wohl was hinbekommen. Autsch.
Und ich habe. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, auch wenn man diese Aufgabe vor allem nicht. Wow, ich habe gut was bekommen dafür. Zurück zu Koppelkern. Also kriegen wir hierfür nochmal extra Bonus. Nehmen wir das echt jeden Tag? Wenn es wirklich jeden Tag ist, dann kann passen, dass wir auch nur ein paar Dinger hiervon machen. Abholen. So, jetzt kommt es auf die 1500 an, was ich schaffen muss. Mal gucken, was haben wir da bekommen? Ein Stirnband, okay. Gut, Leute, das war's für diese Aufnahme. Und tut mir leid, dass ihr keinen Ton hattet in dem Fall, wenn es nicht so sein sollte. Ich habe die anderen Aufnahmen schon abgesteckt, da war kein Ton mit drin. Es kann ein paar sein, dass ihr nur meine Stimme hier hört und mehr ist es jetzt nicht. Sonst, man hört und stört sich und bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal fangen wir auf jeden Fall die Koppel an. Also nicht die Koppel in. Ach, die Drehstrecke der Baroness. Dann hört und stört man sich. Auf Wiedersehen.